Kennst du das? Es gibt Menschen, die sagen, sie können nicht zeichnen oder sie können nicht musizieren. Ich sage zum Beispiel immer, ich bin musikalisch talentfrei. Und das Spannende ist, was heißt denn das eigentlich? Ich kann nicht zeichnen. Was muss man tun, um zeichnen zu können? Also, wenn du jetzt, das heißt wieder, dass da ein Blatt Papier ist, man einen Stift in der Hand hält und mit dem Stift irgendwelche Symbole oder Mankerln oder Kreisel zeichnet. Das kann wahrscheinlich fast jeder. Das kann ein 2- bis 3-jähriges Kind. Die können da schon rummalen. Die sagen das übrigens auch nicht. 2- bis 3-jährige Kinder sagen in der Regel nicht, ich kann nicht zeichnen. Das heißt, wir haben eine Idee über etwas, über Zeichnen, wie das aussehen muss. Und wenn unser das, was wir halt da zusammenbringen, nicht dieser Idee entspricht, können wir es nicht. Ist aber auch vollkommener Blödsinn. Das heißt, um was geht's? Dinge, die wir innerlich unter einer bestimmten Schublade abspeichern und die aber verborgen sind, weil du hast wahrscheinlich kein Kriterium, ja, wie muss es ausschauen? Muss es ausschauen wie Picasso malt oder muss es ausschauen wie. Über Picasso gibt es übrigens eine spannende Geschichte. Jemand hat zu ihm einmal gesagt, naja, können Sie nicht einmal die Sachen so zeichnen, wie sie sind, also echt real? Und der Picasso, wie malen Sie echt und real? Naja, schauen Sie, und dieser Mensch nimmt ein Foto von seiner Frau heraus, also ein Lichtbild, ein echtes Foto, und sagt, das ist meine Frau, so wie sie echt, echt wirklich ist. Und der Picasso schaut sich das Bild an und sagt, naja, ganz schön klein und flach ihre Frau. Das heißt, die Realität können wir sowieso nicht abgeben, nicht wiedergeben, und daher die Frage, was musst du können, um zeichnen zu können? Vielleicht wäre es viel eher richtig zu sagen, ich habe mich noch nie mit Zeichentechniken beschäftigt. Ja, es gibt ja verschiedensten Techniken, Kyrill, also es gibt ja schon, welche Sachen du nimmst, also welche Materialien du verwendest und wie immer, gibt es verschiedenste Methoden und Möglichkeiten. Und du wärst doch viel schlauer zu sagen, ich kenne keine Techniken oder ich zeichne nicht öfters als einmal im Monat oder einmal im Jahr. Ja, weil dann muss man vielleicht wegen die Kinder oder so. Das wäre viel akkurater als das Wort, also als der Satz, ich kann nicht zeichnen. In der Hinsicht einmal genau sensibel zu sein, wenn man sagt, ich kann nicht. Kannst du es wirklich nicht? Oder ist nur die Vorstellung von dem, was du glaubst, dass es ist, viel zu hoch?